Es gibt Menschen, die hassen Menschen. Ich hatte vor 1, 2 Jahren eine interessante Bekanntschaft gemacht. Nicht Bekanntschaft. Eine Bekannte von mir, die in meinem Alter ist. Ich hatte sie getroffen. Ich kenne sie aus meiner Kindheit. Eine ganz liebevolle Frau. Wir haben uns getroffen, zufälligerweise in der Stadt. Und sie meinte dann zu mir in einem beiläufigen Satz: Ich hasse Menschen. Und vielleicht kennst du den einen oder anderen, der Menschen hasst und überzeugt ist, dass er auch alleine ganz gut klarkommt. Vielleicht betrifft es auch dich. Die Situation ist aber folgende oder gleichzeitig folgende. Wir Menschen sind Herdentiere. Wir Menschen brauchen die Gemeinschaft, dass wir, weil in einem normalen Leben, also jetzt nicht hier in unserer Zivilisation, wo wir Supermärkte haben, was weiß ich was, brauchen wir einander, ne? Der eine, der kocht, der eine, der auf die Kinder aufpasst, der eine, der das Essen besorgt und so weiter und so fort. Also wir sind Herdentiere und brauchen das miteinander. Auch in der Psychologie, in der Traumatherapie sieht man immer wieder, dass Menschen, wenn sie Trauma haben, am besten heilen, wenn andere Menschen mit dabei sind. Ne? In der Gemeinschaft heilen wir. Wenn andere uns sehen in unserem Schmerz, wenn sie uns anerkennen, so wie wir sind, wenn sie uns wertschätzen, uns die Aufmerksamkeit geben. Das heilt ungemein. Wenn du Menschen kennst oder auch mit jemandem zusammen bist oder selber davon betroffen bist und du bist überzeugt, Menschen zu hassen, dann kommt es aus einem inneren Schmerz. Wir können Menschen nur hassen und danach Tiere lieben, weil wir so sehr verletzt wurden. Und in dem Fall bei dieser Bekannten, ich weiß auch, dass sie mir folgt, deswegen werde ich nicht so viel erzählen, wurde sie sehr krass in ihrer Kindheit verletzt, verlassen, alleingelassen. Es war ganz schlimm über einen längeren Zeitraum. Und in diesem längeren Zeitraum wurde sie von Fremden sehr verletzt. Und wenn du so aufwächst, dann ist es doch klar, dass du Menschen hasst, weil du so viel Schmerz erfahren hast. Und dieser Schmerz ist tief in einem drin. Und dieser tiefe Schmerz sorgt dafür, dass andere Menschen abgelehnt werden. Weil sie jetzt denken, mit denen stimmt was nicht. Und dieses starke Gefühl der Ablehnung ist ein eigenes Gefühl. Die Verletzung aus der Vergangenheit, die immer noch wirkt. Und so zieht man natürlich wieder Menschen an oder sieht nur Menschen, die man ablehnt. Jetzt können wir überlegen, gibt es eine Situation in deinem Leben, Menschen in deinem Leben, die du ablehnst? Sind da Anteile in dir, die du ablehnst? Jetzt denken sich viele, nee, bei mir ist alles in Ordnung. Ist da vielleicht der Anteil Ohnmacht in dir, den du ablehnst? Gerade so schwerwiegende Gefühle, das sind so tiefe Schichten, wenn wir wirklich tief arbeiten, die man so wegdrückt, die man so abspaltet von sich, die einem aber dann auf Dauer das Leben schwer machen. Diese Bekannte von mir hat zum Beispiel gesundheitlich sehr große und sehr schwere Probleme. Ob das jetzt Akne ist, ob das Rückenbeschwerden sind, wenn du genau hinschaust, wenn wir nicht in unsere Themen reinschauen, dann meldet sich unser Körper mit den verschiedensten schwerwiegenden Krankheiten, die uns noch mehr belasten. Ich sage es in all meinen Videos: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Wenn ich nicht an mir arbeite, in meinen Themen, wird das immer Konsequenzen haben. Manche sagen, ich habe keine Kinder, weil ich sage ja dann auch oft, unsere Kinder nehmen unsere Themen mit. Wenn du keine Kinder hast, kein Problem. Du hast einen Körper, der übernimmt diese ganze Schwere. Und das ist nicht angenehm, das ist nicht schön. Und viele kennen das, man rennt von Arzt zu Arzt. Es wird immer mal wieder ein bisschen leichter, wenn überhaupt. Aber wirklich besser wird es nicht. Und dieses Psychosomatische, das kommt ja jetzt immer mehr auch bei den Ärzten an, das ist oft der größere Anteil, der dafür sorgt, dass wir diese Schmerzen haben. Oder Ausschlag haben. Oder Haarausfall haben. Oder was auch immer wir haben. Und wenn ich dich frage, welche Anteile lehnst du in dir ab, ist da der Anteil Ohnmacht, den du ablehnst, weil du damals nichts tun konntest? Ist da der Anteil Angst, weil du sie nicht spüren wolltest? Ist da der Anteil Angst, nochmal abgewertet oder abgelehnt oder wieder alleingelassen zu werden? Und wisst ihr, das sind so Themen, die sind manchmal so, so schmerzhaft, damit will sich niemand, die wenigsten wollen sich damit beschäftigen. Dann lieber ablenken, weiterhin körperliche Schmerzen haben. Gott, es ist jetzt gemein, was ich sage. Nein, niemand will weiterhin körperliche Schmerzen haben. Man will es einfach haben. Man will es einfach. Gib mir eine Pille, eine Operation, dann ist es weg. Leider ist es nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre, hätten wir nicht so viele kranke Menschen, gerade auch jetzt hier in Deutschland.
Die einfachere Arbeit ist durch den Schmerz hindurch, entweder mit einem Therapeuten, der dich begleiten kann, weil nicht jeder kann das alleine machen. Manche sind so traumatisiert, das würde sie nur kaputt machen. Ja, dann würde ich sagen, dann mach es lieber nicht. Such dir jemanden, der dich begleiten kann. Aber es gibt auch genug Menschen, die können das. Die schaffen das alleine. Also je nachdem, kannst du in dich reinfühlen. Ich kann jetzt hier nicht allgemein für alle reden. Natürlich hat jeder sein Thema. Nur auch die Ablehnung, ja, sie ist berechtigt. Die Angst, sie ist berechtigt. Nur möchtest du weiterhin mit geschlossenem Herzen und mit diesem Trigger rumlaufen? Oder möchtest du dich wirklich trauen, dein Herz zu öffnen und das, was dir damals passiert ist, in die Heilung bringen, in die Ganzheit bringen, damit du ankommst, damit dein Körper ankommt, raus aus dieser Flucht. Gerade wenn wir Dinge erlebt haben, die uns sehr wehtun, ist der Körper immer noch Kampf-Flucht-Modus, immer noch. Wir bemerken das nicht, ja. Wir merken nur, dass wir wenig Energie haben, dass wir nur Menschen anziehen, die blöd sind, die uns nerven, die anstrengend sind. Merken aber nicht, dass es unser Energiefeld ist, dass der das anzieht, weil wir noch im Flucht- und Kampfmodus sind und immer noch nicht angekommen sind, uns zu verteidigen, weil damals konnten wir uns nicht verteidigen, aber jetzt können wir uns verteidigen. Und da gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, die man machen kann. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link, melde dich sehr gerne bei mir und dann schauen wir, ob wir zusammenarbeiten können. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.